Wann hattest du zum letzten Mal eine Begegnung der anderen Art? Eine Begegnung, die dich so richtig inspiriert hat und die dir neue Perspektiven geschenkt hat. Eine Begegnung, die dich fasziniert hat. Faszination Jesus, das ist unsere Predigtreihe, die uns jetzt schon eine ganze Weile lang begleitet. Und heute wird sie uns nochmal so richtig herausfordern und ja, wir wollen uns auch herausfordern lassen. Denn was ist mit diesen Bibelstellen, in denen Jesus uns im ersten Moment vielleicht nicht wirklich fasziniert, sondern wir eigentlich nicht einverstanden sind mit dem, was er tut oder mit dem, was er sagt? Wenn es so wirkt, als ja, wäre er ein Fremder, als würde man ihn doch gar nicht so gut kennen. Das ist manchmal schwer auszuhalten. Der Text heute ist so ein Text, in dem sich Jesus erstmal fremd anfühlt. Und er handelt von so einer Begegnung der anderen Art, die ganz viel verändert und die einen Unterschied macht. Und der Text steht in Markus 7, 24 bis 30 und ihr könnt ihn hier auch mitlesen. Jesus brach von dort auf und ging in die Gegend von Tyrus. Weil er nicht wollte, dass jemand von seiner Anwesenheit erfuhr, zog er sich in ein Haus zurück. Aber es ließ sich nicht verbergen, dass er da war. Schon bald kam eine Frau, deren Tochter einen bösen Geist hatte. Sie hatte gehört, dass Jesus in der Gegend war. Die Frau war keine Jüdin, sondern eine Syrophönizerin. Sie warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus wehrte ab: Lass zuerst die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Herr, entgegnete sie, immerhin fressen die Hunde unter dem Tisch die Brotkrumen, die die Kinder fallen lassen. Da hast du recht, sagte Jesus zu ihr, du kannst gehen, der Dämon hat deine Tochter verlassen. Als die Frau nach Hause kam, lag das Mädchen auf dem Bett, der Dämon hatte es verlassen. Lass zuerst die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Eine Aussage von Jesus, die irritiert. Und kurz zur Erklärung: Mit den Kindern meint Jesus das Volk Israel, also die Juden. Seine Sendung gilt ihm. Sie sind die, die von ihm versorgt werden, an denen er Wunder tut und ja, die am Tisch des Vaters das bekommen, was sie zum Leben brauchen. Und die Hunde in diesem Bild, die den Kindern das Brot nicht wegessen sollen, das sind die Heiden. Und damit ist das auch die Frau aus diesem Text. Sie war keine Jüdin, sie war eine Syrophönizerin. Sie kam aus einem heidnischen Gebiet. Laut der Aussage Jesu steht es ihr nicht zu, um ein Wunder zu bitten. Sie ist am Tisch des Vaters nicht eingeladen. Sie würde dort anderen etwas wegnehmen. Und es wird so, als ob Jesus hier so eine Zweiklassengesellschaft irgendwie aufbaut. Es gibt scheinbar die Menschen, die die Gnade des Vaters verdient haben und die, bei denen es nicht so ist. Und das passt für mich nicht zu meinem Jesusbild. Denn Jesus setzt sich doch für Gerechtigkeit ein und für Inklusion und nicht für Abgrenzung und Unterscheidung. Wieso gibt es für ihn auf einmal bessere und schlechtere Menschen? Und wieso verhält er sich so schroff und so abweisend? Ja, lasst uns das erstmal aushalten und nochmal auf den Kontext des Textes schauen. Wir lesen, dass Jesus aufbricht nach Tyrus. Er verlässt hier im Markus-Evangelium zum ersten Mal Galiläa und betritt gleichzeitig zum ersten Mal ein Gebiet, in dem nur Heiden leben. Es ist ja ein Gebiet der Gottesferne, hier kennen die Menschen Gott nicht. Von diesen Menschen hält man sich fern. Es gab im Judentum viele Reinheitsgebote, die den Umgang mit Heiden untersagten. Das waren ganz viele Gebote der Abgrenzung. Ja, auf keiner Ebene sollte man Berührungspunkte mit diesen Menschen haben. Wenn man zum Beispiel das Haus einer heidnischen Person betrat, dann wurde man selbst unrein und das galt es ja auf jeden Fall zu verhindern. Interessanterweise tut Jesus hier genau das. Er betritt ein Haus in einem heidnischen Gebiet.
Er tut etwas, was eigentlich gar nicht geht. Und warum? Tatsächlich nicht, um gegen diese Abgrenzung zu protestieren und den Menschen von Gott zu erzählen. Jesus ist hier, um Unterschlupf zu suchen. Er will nicht, dass jemand von seiner Anwesenheit erfährt. Die Leute sollen nicht wissen, wo er ist. Denn in Galiläa haben die Leute es inzwischen ziemlich auf ihn abgesehen und vor allem nichts Gutes. Und ja, Jesus sucht für einen Moment Sicherheit. Aber wenn Jesus irgendwo auftaucht, dann bleibt er nicht lange allein, egal wie sehr er sich bemüht. Und so begegnet er dieser Frau, mit der er eigentlich keinen Kontakt haben sollte. Sie bittet ihn, ihre Tochter zu heilen. Wahrscheinlich hat sie irgendwo mal gehört, dass ihm das möglich ist. Aber seine Antwort ist ziemlich eindeutig. Ich bin nicht für dich verantwortlich. Ich bin für die Juden da. Mein Auftrag ist es, sie mit Brot zu versorgen. Ich wurde gesandt, um ihnen Frieden und Rettung zu bringen. Sie sind die Kinder, um die ich mich kümmere. Und du gehörst nicht dazu. Die Geschichte ist an diesem Punkt nicht zu Ende und die Frau ist richtig mutig und versucht, Jesus vom Gegenteil zu überzeugen. Sie greift das Bild auf, das er gebracht hat, aber sie legt es anders aus. Sie findet zusätzlich zum Nacheinander an dem Tisch des Vaters auch ein Nebeneinander. Herr, entgegnet sie, immerhin fressen die Hunde unter dem Tisch die Brotkrumen, die die Kinder fallen lassen. Und Jesus? Jesus lässt sich tatsächlich umstimmen. Er gibt der Frau Recht und er heilt ihre Tochter. Wie geht es dir damit, dass Jesus seine Meinung ändert und sich sozusagen von der Frau überreden lässt? Das schwingt irgendwie viel mit, was man im ersten Moment gar nicht mit Jesus verbindet. So Jesus als der sich von Menschen beeinflussen lässt. Jesus, der nicht allwissend ist, sondern der lernt. Jesus, der seine Meinung ändert. Um diesen Themen mehr auf den Grund zu kommen, können wir nochmal auf den Anfang des Textes schauen. Hier steht, dass Jesus sich von den Menschen zurückzieht. Und es wird nochmal extra darauf hingewiesen, dass ja niemand von seiner Anwesenheit erfahren soll. Jesus will nicht erkannt werden. Im Markus-Evangelium gibt es einige solche Stellen, in denen Jesus unerkannt bleiben will. Oft sagt er zum Beispiel zu Menschen, die er geheilt hat, dass sie nicht weitererzählen sollen, was passiert ist. Und auch die Jünger kriegen immer wieder das Gebot, Dinge von Jesus nicht weiterzuerzählen. Jesus ja, macht ein Geheimnis aus sich und das führt natürlich immer wieder dazu, dass Menschen ihn noch nicht verstehen. Das lesen wir auch oft im Markus-Evangelium, dieses Unverständnis über Jesus. Aber warum diese ganze Geheimnistuerei? Warum sollen die Menschen nicht erkennen, wer Jesus ist? Diese Stellen bringen zum Ausdruck, dass Jesus zu den jeweiligen Zeitpunkten noch nicht komplett erkennbar ist. Denn Jesus als Sohn Gottes ist nicht zu verstehen ohne das Leiden und ohne die Auferstehung. Das gehört ganz elementar zu ihm dazu. Ohne Leiden und Auferstehung ist das Bild von Jesus nicht komplett. Ein Verstehen über Jesus gibt es nicht alleine durch die Wunder und die wunderbaren Momente, sondern nur mit dem Leidensweg zusammen. Das sind zwei große Punkte, die bei Jesus als Sohn Gottes nebeneinander stehen. Und diese Bibelstelle heute, die beleuchtet zwei andere richtig große Punkte, die die Gottessohnschaft Jesu ausmachen und von denen nicht einer weggelassen oder ignoriert werden kann. Jesus als Sohn Gottes ist gleichzeitig ganz Gott und ganz Mensch. Und in diesem Text steht einmal das ganz Mensch im Vordergrund. Er zeigt uns einen Jesus, der lernt, der von Anfang an noch nicht alles weiß, sondern dessen Blick noch geweitet werden muss. Der Auftrag, den Gott an Jesus hatte, ja, der war für Jesus bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich klar. Er ist für das Volk Israel gekommen, er soll es mit dem Brot des Vaters versorgen. Aber durch die Frau wird ihm eine neue Perspektive geschenkt. Seine bisherige Vorstellung von seinem Auftrag wird ergänzt. Die Frau macht ihm deutlich, Gott hat noch viel mehr mit dir vor.
Jesus soll alle Menschen mit dem Brot des Vaters versorgen. Es gibt genug für alle. Zur Tischgemeinschaft des Vaters gehören alle dazu. Und ja, mit alle sind in diesem Fall besonders auch die Heiden gemeint, die von den Juden so negativ gesehen werden. Und Jesus versteht. Er versteht, was Gott ihm durch diese Frau sagen will. Und ja, er setzt seinen Auftrag sofort in die Tat um und gibt der Frau und ihrer Familie das, was sie brauchen. Und er bringt ihr Wertschätzung entgegen. Er sagt zu ihr, du hast recht. Das, was du gesagt hast, hat einen großen Wert für mich. Und ja, das hat mir die Augen geöffnet. Der Text zeigt Jesus als einen Menschen, der menschlich ist, der mal alleine sein will, der fühlt, der lernt und versteht und der einem anderen Menschen Wertschätzung entgegenbringt. Der versucht, Gott zu verstehen. Er weiß, was es bedeutet, Mensch zu sein, weil er ganz Mensch war. Was bedeutet das für dich, dass Jesus sowohl ganz Gott als auch ganz Mensch war? Beeinflusst das so deine Beziehung zu ihm oder auch das Bild, was du von ihm hast? Für mich ist der Text eine Erinnerung, mein Jesusbild nicht einzugrenzen. Oder auch Jesus nicht einzugrenzen. Denn wenn ich zulasse, dass er vielleicht auch anders ist, als ich immer gedacht habe, dann kann ich neue Seiten von ihm kennenlernen oder sie mir nochmal neu bewusst machen. Ja, Jesus hat genauso gefühlt wie ich. Jesus kennt das Fragen nach Gottes Plan für das eigene Leben. Jesus wird von Gott überrascht und erlebt Begegnung mit ihm an einem Ort, wo er nie damit gerechnet hätte. Mit diesem Jesus bin ich unterwegs. Er steht direkt neben mir in meinen Fragen und in meinem Lernen, weil er dieses Fragen und dieses Lernen kennt. Aber diese Begegnung der anderen Art ist nicht nur eine Erinnerung daran, Jesus nicht einzugrenzen, sondern sie wird uns auch daran erinnern, Menschen nicht einzugrenzen. Uns nicht von den Bildern und Schubladen bestimmen zu lassen, die ganz tief in uns drin sind. Die Frau in dem Text war ja auf jeden Fall in so einer kulturell bedingten Schublade. Sie war aus jüdischer Sicht minderwertig und unrein und hatte nichts zu bitten. Aber der Text macht ganz klar, die Frau ist mehr als das, was die Gesellschaft ihr zusprechen will und wo die Gesellschaft sie einordnen will. Und der ganz klar hinter diesem, sie ist mehr als das steht, ist Gott. Für ihn ist diese unreine Frau genau die richtige Person, durch die er zu seinem Sohn reden will. Er sieht ihren Wert, den sonst ja so viele nicht sehen. Sie ist wertvoll für ihn. Er braucht sie, um den Blick von Jesus zu erweitern. Und zwar nicht, indem er ihr irgendwelche Worte in den Mund legt, die nicht von ihr kommen, sondern Gott spricht durch die Frau, so wie sie ist, mit ihrer eigenen Weltanschauung und ja, mit ihren eigenen Hoffnungen. Und so wird die Frau ungewollt zur Prophetin, denn ihr Wort wird für Jesus zur Eingebung und zur Offenbarung Gottes. Jesus ist fasziniert von dieser Frau und von dem, was sie zu sagen hat. Er lässt sich von ihr begeistern für die Idee, allen Menschen Rettung und Frieden zu bringen. Und so wird die Frau zum Beispiel dafür, wie wertvoll Menschen für Gott sind. Und wie er in den Menschen wohnt, wie er durch sie wirkt und wie er mit ihnen zusammenarbeitet. Das sind zwei sehr spannende Punkte, Jesus nicht einzugrenzen und offen dafür zu sein, dass das eigene Jesusbild sich verändert und größer wird. Und Menschen nicht einzugrenzen, denn Menschen sind für Gott so wertvoll, dass er mit ihnen zusammenarbeitet und dass er durch sie wirkt, um unseren Blick zu erweitern. Hast du diese Perspektive in deinem Alltag, dass Gott dir durch andere Menschen begegnet? Vielleicht theoretisch schon, aber ja, müsste diese Erwartung praktisch nicht in jedem Gespräch und in jeder Begegnung einen Unterschied machen? Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so einfach, diese Perspektive immer vor Augen zu haben. Wie kann man sich für diese Begegnung der anderen Art öffnen? Wie kann man sie an sich ranlassen? Ein Satz, der die innere Einstellung für solche Begegnungen öffnet, ist folgender, den habe ich euch mal mitgebracht auf der Folie.
Menschen sind Wohnzimmer Gottes. Ja, Menschen sind Wohnzimmer Gottes. Im Menschen ist Gott zu Hause. Nimm diesen Satz doch mit in die nächste Woche. Und erinnere dich daran, wenn du nach einem Gespräch merkst, ja, dass dein Herz so richtig berührt wurde und dass Frieden da ist. Denn diese Gefühle sind ein Zeichen dafür, dass Gott dir gerade begegnet ist und ja, dass er dich berührt hat, dass er dir einen neuen Blickwinkel geschenkt hat. Dann kannst du ganz bewusst sagen, danke für diese Begegnung, Gott. Danke, dass du mir gerade in diesem Menschen begegnet bist. Oder fühl dir diesen Satz vor Augen, wenn du in den nächsten Tagen so innerlich dich richtig über jemanden aufregst oder vielleicht jemanden begegnest, dem du Mitleid gegenüber verspürst oder dem du vielleicht nicht so viel zutraust oder von dem andere nicht so viel halten und ihn immer schlecht machen. Lass dich von Jesus faszinieren und sei ein Lernender oder eine Lernende, indem du dich nicht begrenzt, sondern dich aufs Zuhören oder aufs Zusehen einlässt. Und du wirst Begegnungen machen, haben, die am Ende nicht den Unterschied machen und ja, die am Ende keine große Veränderung mit sich bringen. Aber dann hör nicht auf, diese besondere Begegnung zu erwarten. Du kannst erwarten, dass Gott dich im Großen und im Kleinen überraschen wird und dir neue Perspektiven schenken wird. Denn Gottes Friede und ja, seine Gnade gilt für dich und sie gilt für dein Gegenüber. Lass dich bewusst auf diese Begegnung ein, geh auf sie zu. Gerade jetzt muss man sich ja wieder entscheiden, ob man eher für sich bleibt oder ob man versucht, an Kontakten dran zu bleiben und ja, Beziehungen zu pflegen. Darum hab Mut und tritt mit Menschen in Kontakt mit einem offenen Herzen für das Reden Gottes. Und vergiss nicht, auch du bist ein Wohnzimmer Gottes. Auch du bist ein Mensch, durch den Gott anderen begegnet und durch den Gott Menschen den Blick weitet, ohne dass du das unbedingt planst. Und vielleicht wirst du das nach solchen Begegnungen gar nicht mitbekommen oder das nie erfahren, aber das ändert nichts daran. Du bist ein Wohnzimmer Gottes. Faszination Jesus. Jesus fasziniert diesen Text durch seine persönliche und seine menschliche Seite. Aber daneben steht der Text auch noch unter einem anderen Motto, nämlich Faszination Menschen. Er ist ein Aufruf, sich von seinen Mitmenschen faszinieren zu lassen. Und am Ende ist der Text vor allem Faszination Gott. Gott schenkt uns diese Begegnung der anderen Art, damit unsere Blicke sich weiten und unser Herz neu seine Liebe spürt. Denn dass Gott Menschen zu uns sendet oder auch uns zu Menschen sendet, das ist ein Ausdruck seiner Liebe. Wir sind ihm nicht zu klein. Und in seiner Liebe kennt er jeden von uns und sieht sowohl das, was wir brauchen, als auch das Potenzial, das in jedem von uns steckt. Wir sind in seinen Augen wertvoll. Wir sind es wert, dass er an uns dranbleibt und dass er mit uns zusammenarbeitet. Amen.